Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Drakan Order of the Flame. Na gut, wir rennen jetzt halt hier den Weg nochmal ab. Hallo liebe Karte, wo waren wir denn noch nicht? Ich glaube da hinten irgendwo. Aber bin ich hier schon links lang gegangen? Eigentlich? Ich glaube, ich war ja nur in der Höhle. Hier könnte es tatsächlich weitergehen. Ich habe übrigens auch gerade den Hammer ausgerüstet, sehe ich. Das ist, glaube ich, jetzt das... Ja, das Langschwert. Eventuell ist der andere gerade mal kaputt gegangen. Mal. Das könnte doch was sein. Kannst du ins Wasser? Willst du ins Wasser? Scheinbar nicht. Dachte ich mir auch. Na gut, dann gehen wir mal reinschauen, was es da so erwartet. Fallen. Zack. Ja. Wenig Leben zu mitnehmen. Das ist natürlich fies. Okay, springen und dann ducken. Das könnte funktionieren. Jawohl. Rollen wir uns hier mal durch. Na, geht doch besser, als ich erwartet hätte. Reicht. Bis das dann auch wieder alles einstürzt. Gut, sollte ja machbar sein. Aber nicht zu lange warten. Aber ja, so architektonische Bauweise, da haben sie es, glaube ich, nicht so mit, die Leute hier. Oder der Drache. Vielleicht kein Architekt. Wir gerade von reden. Das ist nur eine Statue. Okay. Eine architektonische Drachenstatue. Ich sollte ja öfter mal speichern. Irgendwie traue ich dieser Höhle nicht so ganz. Ah, sieht aber gut aus. Who has awakened me? I did. You may call me Rin. Inferior upstart? Where did you get that cursed stone? No need to get your scales in a twist. I'm not your enemy, you know. You see, Adhemar sent me. He said something about the Order of the Flame. The Order? How presumptuous! What makes you think you're worthy? Why have you awakened me? You see, my brother was captured in a Wartok raid. What? You awaken me, Arok? Bonded Dragon of Harren? Defeater of the Dark Union and saver of all Draken? For that? Listen here, you wretched reptile! That's the life of my brother you're talking about! Very well, Rin. I will listen. Yes, but will you help me, Arok? I do not have much choice. You brought my soul crystal. If you choose to bond with me, it will be done. So, what do we have to do to bond? Say, by fire and by blood, I join with thee in the Order of the Flame. Once bound, we are as one. Whatever hurt I suffer,
you will share. And if I die, your fate will be worse than death. By fire and by blood, I join with thee in the order of the flame. So, wir haben jetzt einen Drachen. Sehr schön. A Warthog mentioned the Grimstone Mines. Perhaps we should start looking for my brother. So, dann brutzeln wir euch auch mal schön weg und guck mal. Die können wir aber, warte mal, müssen wir dann wieder absteigen? Okay, so gehen wir in die Luft. So landen wir. Können wir Zeug wegbrutzeln? Ich würde gerne die Trinker aufnehmen. Okay, wir kommen von dem Drachen wieder runter. So, Free Look. Jump wahrscheinlich ja nicht. Ah, Linkshift. Feeling a bit lazy, are we? Ja, schon. Lass mich mal 2 Meter laufen. Okay, cool. Dann, wuseln wir mal ein bisschen durch die Gegend. Da ist noch Leben. So, ich muss mich hier nochmal kurz bedienen. Dankeschön. Ich glaube, das andere ist dann seine Lebensenergie, wenn mich nicht alles täuscht. Tschüss. Sieh mir nicht gar nicht. Alle 2 Meter absteigen, weil hier was zum Aufsammeln ist. Let's go. Muss noch jemand? Was haben wir denn hier Schönes? Rip, I'll wait for you here. Jo. Hey, did you ever hear a knocking? Sorry, I thought this place was deserted. I need some weapons and supplies. Got any? You won't find much around here. The Warthogs carted off everything and everyone. Near as I can tell, I'm the only one left. So, why didn't they take you? As a lad, I apprenticed with the mage of Osa Oju. Oh, I'm no wizard, but I know enough magic to give the Warthogs a scare. How's that dragon name? How did you know about the dragon anyway? A sensing spell. It's how I know when the Warthogs are coming, and how I know you came here with the dragon. Well, good luck, old man. I've got to... Wait! You said you were looking for weapons. I know where a sword can be found, but you'll have to do a little chore for me first. Why am I not surprised? There's a mine back up the hill from here. I'd hide out there, but it's infested with spiders. Clean them out, and I'll tell you how to get the sword. Pest control. You're starting to bug me, old man. Give me a challenge. Oh, I have. You'll see.
Here, take this key. You'll need it. Okay. Das wird dann da oben sein. Er hat also irgendwie gespürt, dass ein Drache anwesend ist. Er hat das doch einfach nur gehört. Ja, ist ja gut. So, ich fürchte, da müssen wir jetzt alleine durch. Ich denke, das kriegen wir hin. Ja, ja. Viel Erfolg. So, das geht ja schon mal einigermaßen gut. Glaube ich, nicht in die Reihen rollen. Jetzt zählt ja doch ein bisschen was ab. Merke ich gerade. Ah, erwischt. Nächste bitte. Ich glaube, da unten ist ein Bogen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Vielleicht gegen die Spinnen gar nicht so, obwohl die gehen ja noch. Die können wir mit dem Schwert einigermaßen gut weghauen. So, dann kommt man gerade ein bisschen hier hoch. Na komm. Komm zu deinen Freunden. So, noch mehr Spinnen. Du willst zuerst. Alles klar. Dann du. Dann der Rest. So, Langbogen und ein paar Pfeile. Da ein wenig Heiltränke. Wahrscheinlich müssen wir da unten noch die Spinnenmutter bekämpfen. Würde ich jetzt fast mal davon ausgehen. Wieder ein paar weniger. Ach, die zerfallen einfach so, okay. Ich dachte schon, hier hätte irgendeinen fiesen Angriff gestartet. The spider's nest. I'll have to find a way to destroy it. Immer mehr. So, genau. Kommt doch mal runter. Und lauft in mein Schwert. Okay, du bist kurz vorm Kaputtgehen. Da ist doch eine Spinnenmutter drin. Ne? Guck mal. Aua. Der ist so viel schlechter, der Bogen, die Keule hier. Komm, geht da mal weg, bitte. Ja, ich habe wahrscheinlich einfach nur nicht anständig getroffen. Letzten Mal. Das wären dann die Viecher soweit. Naja, immerhin. So, jetzt will ich aber tatsächlich mal nachschauen.
Okay, wir kommen hier tatsächlich nicht durch. Haben wir vielleicht da oben irgendwas? Arok! Nee, haben wir leider nicht. Wird das eventuell mal, keine Ahnung, vielleicht irgendwie ein Fass runterrollen zum Explodieren oder so? Scheinbar nicht. Den Hammer hätte ich ja noch. So, weiter geht's hier hoch. Noch mehr von euch. Na dann. Pfeile. Wird es aber halt auch nicht so wirklich gut. Ah, vielleicht können wir da jetzt was in das Loch einschmeißen. Physikrätsel. Na, sieh mal an. Was bist du? Rüstung? Stimmt, meine Rüstung ist kaputt, sehe ich gerade. Das sieht doch mal besser aus. Jetzt dürfte das... Ja. Jetzt dürfte das Viecher erledigt haben. Okay, hier raus, jumpen, runnen. Ging doch weiter. Unterstützung bitte. Arok! Ja, komm. Ja, komm auch hierher. Arok! Arok, I need you. Ach, das ist ein Gegner. Anything exciting happened while I was gone? Ja, ging schon, ne? So, dann brennt ihr mal bitte weg. Ihr habt aber nichts großartig gedroppt hier, oder? Scheint nicht so. Ja, ich wollte eigentlich dran vorbeilaufen. So, dann parken wir dich halt mal vor am Haus. Schauen mal kurz in dieses Fässchen noch rein. Na, guck mal. Okay, dann... Sagen wir Bescheid, dann haben wir aber auch schon wieder die nächste Folge hier erledigt. What do you know, lass? You did it. Don't act so surprised. Now, where's that sword? Got a map we can use? What you're looking for is a ledge high up the mountainside. You're sending me after a rusty sword on some ledge? Nah, the ledge is where you use this. That's a rune of stone. Use it on the ledge, and you'll find the sword quick enough. I marked the location of the ledge on your map. Thanks, but keep your eyes open for war talks with hostages. They may have my brother. Will do, lass. Good luck.
And to you. Alles klar, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.